wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie mit einer weiteren Ausgabe des Videostrategietickers vom Frankfurter Börsenbrief heute am Freitag, dem 24. Juni, also zum Ende der Börsenwoche. Schaukelbörse, so kann man die aktuelle Markttendenz wohl ganz gut beschreiben. Wenn man sich darauf einstellt, lässt sich eigentlich auch ganz gut damit leben. Wer jetzt schon direkt ein Durchstarten des DAX erwartet, der liegt damit meines Erachtens noch zu früh. Denn angesichts der gravierenden Unsicherheitsfaktoren ist aus meiner Sicht zunächst nicht viel mehr drin als eine Tradingbörse, wo der DAX innerhalb einer Trading Range auf- und abfährt wie ein Jojo. Aber das ist auch durchaus nicht das schlechteste Szenario. Man kann es sogar sehr positiv sehen, denn angesichts der ganzen Nachrichten wäre doch durchaus eine größere Schwäche des DAX drin gewesen. Die hat sich aber nicht materialisiert. Die Marke von 7.000 ist immer noch intakt. Sie wurde mal kurzzeitig etwas verletzt, aber unter dem Strich jedenfalls hat sie doch gehalten. Gestern jedenfalls war Abfahrt angesagt. Auf der Piste ging es nach unten, sogar recht ausgeprägt, mit knapp 130 DAX-Punkten bzw. etwa 1,8%. Damit lag der DAX sogar ganz gut im Rennen, denn beim Euro Stoxx 50 betrug der Abschlag sogar 2,3%. Wesentlich gelassener waren die Indizes in den USA. Das ist eigentlich typisch so. Der Dow Jones und der S&P 500 waren jeweils nur leicht im Minus. Und beim Nasdaq gab es sogar ein Plus von 0,86%. Ein Hintergrund für die gestrige Schwäche dürften die Äußerungen der amerikanischen Notenbank gewesen sein. Von dieser war nämlich zu vernehmen, dass man zu optimistisch war bei der Erwartung des Wirtschaftswachstums in den USA. Die Prognose wurde inzwischen sogar schon zum zweiten Mal, allein seit April diesen Jahres, angepasst. Man erwartet nun ein Wachstum von 2,7%. Und die Frage, die sich für viele Anleger außerdem gestellt haben dürfte, ist ja, ob die Fed nach QE 1 und QE 2, also den Stützungsprogrammen, auch noch eine dritte Runde eines solchen Förderprogrammes durchziehen möchte. Ein solches Anleihenkaufprogramm scheint derzeit nicht geplant zu sein, aber Bernanke, der Chef der amerikanischen Notenbank, hat die Tür für künftige Maßnahmen gleichwohl offen gelassen. Zu dieser etwas skeptischeren Haltung passt auch die wöchentliche Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Hier gab es einen Wert von 429.000. Das war etwas schlechter, als man das erwartet hatte. Der Arbeitsmarkt ist ja für die Erholung der amerikanischen Wirtschaft ein sehr starker Gegenwind. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, will auch nicht richtig nach unten kommen. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die US-Wirtschaft hochgradig auf den Konsum angewiesen ist. Und die Arbeitslosigkeit ist dafür natürlich nicht hilfreich. Übrigens, die hohe Arbeitslosigkeit ist natürlich auch für einen weiteren Sektor der amerikanischen Wirtschaft nicht hilfreich, nämlich für den amerikanischen Immobilienmarkt. Ein störender Faktor, der eine Erholung hier behindert oder bremst. Positives gibt es hingegen aus China zu berichten in Bezug auf die Inflation, nämlich, bitte lesen Sie hierzu ergänzend auch das entsprechende Update, das ich heute Morgen schon auf unserer Internetseite www.frankfurter-börsenbrief.de veröffentlicht hatte. Lesen wir dies bitte ergänzend nach. Ein weiteres positives Thema ergibt sich mit Öl. Ein wichtiges Signal nämlich wurde gesetzt durch die Internationale Energieagentur. Man möchte 60 Millionen Barrel an den Markt werfen und ist bereit, dafür die Reserven anzuzapfen. Kein Wunder also, dass der Ölpreis kräftig durchsackte. Bei der Ölsorte West Texas Intermediate gab es einen Preisrutsch bis gestern am späten Nachmittag um über 5%. Und für die Weltwirtschaft ist das natürlich ein eher positives Signal, denn ein hoher Ölpreis ist tendenziell eine Bremse. Und entsprechend dann ein niedrigerer Ölpreis macht die Sache natürlich schon leichter. Schauen wir auf einige Aktien bzw. Unternehmen. Fangen mit Bayer an. Aus dem DAX sehr schwach war die Aktie gestern. Es ging um 6,25% abwärts. Das dürfte daran gelegen haben, dass sich für das Bayer-Präparat Xarelto eine starke Konkurrenz durch ein Produkt von Bristol Myers Squibb und Pfizer ergeben könnte. Zumindest gaben die Amis einen wichtigen Forschungserfolg bekannt. Naja, ob der Abschlag bei Bayer damit gerechtfertigt ist, würde ich mal bezweifeln. In meinen Augen ist das eine Übertreibung nach unten hin. Celesium, hier ist über eine wichtige Personalie zu berichten. Das Unternehmen fährt ja aktuell in schwierigem Fahrwasser. Erst vor einigen Tagen gab es ja sowas wie eine Art Gewinnwarnung vom scheidenden Cheflenker. Die Kurzreaktion fiel an der Börse sehr bestimmt und eindeutig aus, nämlich nach unten, steil nach unten. Aber jetzt kommt es, der neue Mann an der Spitze wird Markus Pinger sein, jetziges Vorstandsmitglied bei Beiersdorf. Am 15. August soll Pinger das Ruder übernehmen. Es wäre dem Unternehmen wirklich zu wünschen, mit neuer Führung auch etwas mehr Fortune in der Geschäftsentwicklung zu bekommen. Das dürfte sich auch der Großaktionär denken, nämlich Haniel, die Beteiligungsgesellschaft, die gerade in jüngerer Zeit mit Celesio sicherlich nicht sehr viel Freude gehabt hat.
dann zu zwei neuen Missionen. Einer davon ist gelungen oder scheint zu gelingen. Der andere wird wohl oder ist nicht gelungen. Hier hat man erstmal auf die Pause-Taste gedrückt oder auf die No-Taste sozusagen. Also fangen wir mit Prada an. Der Börsengang von Prada scheint eher schlecht zu laufen. Das Modeunternehmen aus Italien will an Hongkong in die Börse gehen. Der Emissionspreis wurde mit 39,50 Hongkong-Dollar am unteren Ende der Preisspanne festgezurrt. Das spricht für sich. Gleichwohl würde ich eben jetzt eher mal davon ausgehen, dass man tatsächlich das IPO schafft. Nicht so optimistisch bin ich für Prime Office oder beziehungsweise hier gibt es eigentlich auch schon Fakten dazu. Der Börsengang ist zunächst missglückt von dieser Immobiliengesellschaft. Eigentlich sollte die Aktie heute in den Handel starten, doch daraus wurde nichts. Das IPO wurde verschoben. Ganz glücklich war das Manöver ohnehin nicht. Denn im Anlegerkreis sind eine Reihe von geschlossenen Fonds und es bestand das Risiko, dass diese ihre KG-Anteile wandeln in Aktien und dann hätte es unter Umständen einen erheblichen Aktienüberhang gegeben. Kein Wunder also, dass sich die Aktionäre und der Markt dann nicht so recht aus ihren Schneckenhäusern trauen wollten und Geld in ein solches Investment stecken wollten. Hintergrund für den abgesagten Börsengang ist also nicht nur das Marktumfeld, es wäre etwas verkürzt, das so darzustellen, sondern auch die Konstruktion hinter diesem Börsengang oder hinter der Aktie. Zum Terminkalender für heute war es angesetzt, Deutschland IFO Geschäftsklima Juni. Dann am Nachmittag unserer Zeit gibt es eine Meldung aus den USA, BIP, erstes Quartal beispielsweise, Aufträge langlebiger Wirtschaftsgüter Mai und die Verbraucherstimmung ermittelt durch die Uni Michigan für Juni. Abschließend, lassen Sie sich bitte von den Tagesschwankungen im DAX nicht verrückt machen. Wer das nicht schafft, wird in den kommenden Wochen vielleicht noch ein paar Beruhigungstabletten brauchen. Halten wir einfach mal fest, der DAX hat nach unten hin eine gute Widerstandskraft gezeigt, was positiv ist. Nach oben hin ergibt sich aber zunächst ein gewisser Deckel, da die Wachstumsaussichten für wichtige Einzelmärkte zu wackelig sind und natürlich auch weiterhin Risiken in Form der Staatsverschuldungen bestehen, in Europa, aber auch in den USA. Und das spricht unter dem Strich für einen eher seitwärts gerichteten Markt, also eine Handelsrange, innerhalb derer sich der DAX dann bewegt. Das geht auch in Ordnung und ist beileibe nicht das Schlechteste, was uns passieren kann. Setzen Sie in diesem Umfeld auf ausgewählte Stories, auf ausgewählte Derivate auch und tendenziell auch auf Aktien mit relativer Stärke. Dann sind auch in den kommenden Wochen gute Gewinne für Sie möglich. Verschießen Sie aber bitte auch nicht all Ihr Pulver. Sie sollten handlungsfähig sein, falls es doch noch einen Unfall an den Märkten gibt. Ganz ausschließen kann man das im jetzigen Umfeld nicht, denn in den Sommerwochen dürften doch die Umsätze eher etwas schwach sein und da kann es auch schon mal einen solchen technischen Unfall bei entsprechender Meldungslage geben. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen ein gutes und erholsames Wochenende. Ihr Walter Thyssen.